Der ist einfach super verstaubt. Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slake, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn es gibt gerade eine mega Geldlöschwelle in GTA Online. Video geht los, viel Spaß dabei! Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu der neuen Newstime, denn es gibt gerade sehr, sehr schlechte Neuigkeiten in GTA Online. Eigentlich wollte ich heute was anderes hochladen, aber jetzt ist leider etwas Negatives passiert, über das man auf jeden Fall schneller berichten muss, nämlich eine aktuelle Mega-Geldlöschwelle in GTA Online, die alle Leute betrifft, die den Casino-Chip-Glitch gemacht haben, auch bekannt als Neustar Money-Glitch. Im Video dazu erfährst du heute auch alle Neuigkeiten dazu, was du tun kannst, was du vielleicht nicht tun kannst. Und deswegen würde ich sagen, wenn dir das Video heute auch gefällt, dann zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Und abonniere auch gerne den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem Video an. Also, Tesfan, der bekannte Leaker, ihr kennt ihn alle, schrieb heute Morgen um 6 Uhr folgendes auf Twitter. Rockstar Games ist gerade dabei, GTA Online-Charaktere zu resetten. Der gesamte Fortschritt und das gesamte Inventar wird von allen Spielern gelöscht, die den Casino-Chip-Glitch gemacht haben. Dies war der letzte bekannte Money-Glitch. Es wird nicht nur das Geld gelöscht, sondern alles. Dann gab es noch eine Korrektion von ihm, wo er schreibt, dass bei einigen Spielern auch nur das Geld gelöscht wurde. Also entweder wird dein gesamtes Geld gelöscht oder dein gesamtes Geld wird gelöscht, inklusive einem kompletten Charakter-Reset. Das bedeutet, jedes Auto ist weg, jedes Outfit, jede Auszeichnung, jedes Level, alles einfach. Ja Leute, was soll ich sagen? Das sind schlechte Neuigkeiten, keine Frage. Aber das hat uns jetzt alle nicht überrascht. Ich meine, es ist klar, dass wenn es einen großen Money-Glitch in GTA Online gibt, Rockstar Games da auch die Konsequenzen zieht. Und das ist jetzt halt leider der Fall. Ein Zuschauer hat mir davon heute Morgen auch schon einen Screenshot geschickt, wie er sogar eine E-Mail von Rockstar Games bekommen hat, die sehen wir hier auch mal, ich lese einfach mal vor. Hallo, dies ist eine Nachricht von Rockstar Games, um dir mitzuteilen, dass mit deinem Benutzerkonto gegen unsere Nutzungsbedingungen bzw. EULA verstoßen wurde, die du hier nachlesen kannst. Aufgrund dieses Verstoßes werden alle Charaktere, dein Spielfortschritt und dein Inventar in GTA Online auf der PlayStation 4 zurückgesetzt. Das heißt, wenn ihr jetzt also in der letzten Zeit diesen Casino-Chip-Glitch gemacht habt, werdet ihr in den meisten Fällen wahrscheinlich fast alles verlieren. Das ist halt die Sache, Leute, da könnt ihr auch absolut nichts gegen machen. Da hilft euch keiner, auch natürlich nicht beim Rockstar-Support, denn ihr verstößt ja gegen die Regeln von Rockstar Games. Ihr macht genau die eine Sache, wo Rockstar Games sagt, lasst das bitte bleiben. Und genau das macht ihr halt. Deswegen könnt ihr auch nicht beleidigt sein und rumhauen und sagen, oh, GTA Online ist voll scheiße, bannen die mich einfach. Leute, dann macht so einen Scheiß einfach nicht. Genau aus diesem Grund lade ich auch keine Money-Glitches hoch, weil am Ende des Tages fast immer eine Geldlöschwelle daraus resultiert. Und die ganze Community, die dann diesen Money-Glitch macht, das ausprobiert und dann angepisst ist, dass der Account weg ist. Ich meine, das ist natürlich auch absolut logisch, dass man dann angepisst ist. Aber deswegen sage ich es halt immer wieder, macht einfach keine Money-Glitches. Es bringt euch einfach nichts. Das sehen wir auch gerade ja wieder. Einige Leute sagen dann wahrscheinlich auch heute wieder, dass es idiotisch von mir ist, dass ich einerseits Money-Boosts bewerbe, aber auf der anderen Seite sagen, man soll keine Money-Glitches machen. Aber das Ding ist halt, weil die Money-Boosts, die ich bewerbe, zum Beispiel auch von dieser Geldlöschwelle gar nicht betroffen sind. Also es ist natürlich auch nicht 100% sicher, wenn man sich einen Money-Boost kauft. Aber bis heute wurde halt noch keiner von diesen Leuten zum Beispiel gebannt und das zeigt halt einfach schon, dass Money-Boosts auf jeden Fall sicherer sind, aber dafür zahlt man natürlich auch den Preis. Also falls ihr reich werden möchtet, dann checkt mal meinen Partner Loot4Games ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber ja, was kann man denn jetzt hier zu Geldlöschwelle sagen? Also es ist jetzt leider wieder soweit. Es gibt eine riesen Geldlöschwelle und wie gesagt, alle Leute, die diesen Glitch gemacht haben, werden wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen entweder ihr komplettes Geld verlieren oder gleich den ganzen Account. Ihr werdet zwar weiterspielen können, ihr müsst dann halt aber mit 0 Dollar und bei Level 1 auf der Straße anfangen, ohne ein jegliches Auto. Aber ihr könnt zumindest weiterspielen, weil früher wurde man dafür dann direkt gebannt. Aber heute wird man zumindest so, wie es scheint, nicht mehr gebannt für sowas, sondern wird halt nur auf den Anfang zurückgesetzt. Hilfe könnt ihr da leider auch von keinem erwarten, ihr könnt euch da auch nicht absichern. Eigentlich könnt ihr nur hoffen, dass ihr verschont bleibt und dann vielleicht in Zukunft ein bisschen besser aufpasst, was ihr für Glitches macht. Aber gut, das war's jetzt hier auch mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit deinem Daumen nach oben oder auch einen positiven Kommentar. Abonniere auch gerne den Kanal für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Ja, und bis wir uns jetzt wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.